ein Video an und spiele dann für mich selber weiter. Was, du spielst dann an dir selber weiter, Timo? Jetzt aber. Doch nicht während wir reden hier. Was soll das denn? Jetzt nicht, wenn du das gerne machen würdest, musst du das jetzt nicht von mir. Warum denn wütend? Wer sagt denn, dass ich das gerade mache? Ich wollte gerade sagen. That's disgusting. Ich hätte gerne neue Mitspieler. Weißt du, was ich gern hätte? Ein Bett in der Base und das baue ich mir auch jetzt. Stimmt, das muss ich auch noch machen. Mein Schlafsack liegt immer noch im Türmle. Ich ignoriere das seit, keine Ahnung, 3 Blutmondnächten, dass ich hier eigentlich keinen Schlafsack habe. Moin, moin, willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Jawohl. Das ist eine sehr nette Begrüßung. Tom. Das hat gerade so gut zum Dai gepasst. Stier. 7 Days to Dutz. So, ist der Strom an? Nein. Ich hätte gelacht. So, wir bereiten uns auf die nächste Blutmondnacht vor. Das mit der Improved Horde hat ganz soweit, soweit ganz gut funktioniert. Ja, ist auch nicht. Eine Banshee Queen ist ja schon mal auch nicht aufgetaucht, was auch schon mal ganz gut ist. Mal gucken. War ja auch nicht mehr richtig auf Erkundung seitdem. Naja, wir waren in der Stadt, haben noch 1-2 Quests gemacht. Also, hätte sein können, dass da. Stimmt schon. Was kommt? Also, wahrscheinlich kommt es jetzt gar nicht mehr. Gut. Das heißt, wir schauen, dass erstmal die Muni noch weiter durchläuft, ne? Aber das sollte sie ja, glaube ich. Ihr habt mir noch nichts gesagt, dass ihr irgendwie neues Material braucht, also gehe ich davon aus. Ja gut, ich habe relativ viel Schrot für die Muni hergestellt, wo ich die Hoffnung habe, dass ich dann da Schrot geschaut. Ja, wir haben eigentlich Zeug für Muni. Ich weiß nur nicht, ob wir nie... Wir brauchen ja im Endeffekt nur Muni für die Geschütztürme, oder? Weil ihr selber habt, hat sich so angehört, als hätte ihr relativ viel. Ja, wie gesagt, dieses 7, irgendwas Muni, die davon hätte ich gerne noch ein bisschen mehr. Ja, davon sind 1000 irgendwas hier im. Ja. 2786 von der 7,26 Muni hier drin. Ja, das langt mir persönlich. Ich habe auch nochmal 1000 dabei. Hör ich auf. Sollte doch alles. Ich meine, wir haben auch noch 8000 Hülsen und 8000 Geschossspitzen hier, mit denen wir noch mehr herstellen können. Gießpulver läuft halt langsam durch hier seitdem. Ich habe die Schrotflintenmuni aber jetzt im Inventar, weil ich halt die Türme da noch ausstatten will, ein bisschen was davon. Ja. Na gut, Schrotflintenmuni hätte ich zumindest genug im Inventar. Kann ich auch locker noch was abgeben, so viel verbrauche ich niemals. Na gut, ich habe jetzt nur... Niemals. Also ich verpasse jetzt 3 von den Türmen mal so 344. Sondern nicht viel Muni habe ich nicht gekriegt. Sonst von der Schrift mit Muni. Ach, das ist Bier. Ich dachte, das wäre Honig. Wer hat an den Türmen rumgespielt? Ich schnapp. Ich war nicht dran. Einer von euch beiden hat an einem Schrotflintenturm rumgespielt. Nein. Hab ich ganz genau gesehen. Ich bin am Berg. Bei dem einen war Freund und ich selber eingestellt als Ziel anstatt Zombie und das andere. Also ja, das war ich aber beim letzten Mal schon. Das hattest du noch gesehen, da hattest du mich doch noch angemacht. Ja, bei dem hier vorne, das war ein anderer, wo ich es jetzt umstellen musste. Vielleicht war ein Zombie ja, heimlich, ja. Dann hat es umgestellt. Ja, genau. Das wäre ja mies. Ihr tötet euch jetzt selbst. Gut, es würde ja nur Betsy betreffen. Du willst draußen rumrennen. Wir wären ja drinnen, während die an sind. Nur wenn ich das merke, bin ich auch ganz schnell drin. Keine Sorge. Ich glaub, so schnell kommst du nicht mehr rein. Die Zombies lagen ziemlich schnell auf dem Boden. Bei den Geschütztürmen. Wo wir da ein paar reingelockt haben, um es zu testen. Ah, ich habe eine Gruppeneinladung. Stimmt, vergesse ich auch immer wieder. Wie sieht es eigentlich mit diesen Errungenschaften aus? Da habe ich noch nicht mehr geguckt. Naja. Ein bisschen was. Not much, but something. Besser als nichts. So sieht's aus. 50 Silberklumpen soll ich sammeln. Schon am Arsch lecken. Kannst du mal in eine Kohlemine gehen, da kriegst du ganz gut Silberklumpen raus. Nee. Dann lächst halt gerade. Ja. Oh, nach der Blutmondnacht kriegen wir 5000 XP.
Was? Aber wenn wir sie überleben, überlebe Blutmondnächte. 1, 5 und 10. Gut. Ja, aber gut, 5000 XP sind halt auch nix, ne? Ja. Ich glaube, wir brauchen für einen Levelausstieg jetzt 150, 200, irgendwie sowas. Ja, ich habe jetzt, na, ich sag mal, grob ein Drittel und brauche noch 127.000. Nun. So. Kann mir noch irgendwas vorbereiten? Noch irgendwelche Stachelfallen oder sonst irgendwas? Oder wo? Also, ich stehe ja hier unten, logischerweise dann, ja. Ja, gut, ja, entweder unten oder oben. Straße theoretisch noch machen. Jetzt wenn der Betsy da nicht überall rumrennt. Ich weiß nicht, in welchem Radius Betsy rumrennen will, weißt du? Ich weiß es selber auch noch nicht, weil durch diese Stolperträte, wenn da Strom durchfliegt, kann ich halt nicht wirklich rumrennen. Das ey, die ist haben ja nichts gemacht. Hatte das wie angeschalten, als ihr drüber geeiert seid und die haben euch gar nichts gemacht. Ich weiß nicht, was die tun sollen. Was? Ich hab gedacht, Nur der in der Mitte hat was getan, der wohl Strom drauf ist. Die anderen haben nichts gemacht, als ihr durchgelaufen seid. Okay. Habe ich schon getestet, heimlich. So einer ist es. Verkauf. So einer ist es. Ich habe es nur versucht. Ich habe es ja nicht mal hinbekommen. Ich bin schlechter Verkäufer. Aber nicht nur beim Bäcker. Nee, gerade nicht mehr. Okay. Aus Gründen. Schlechter Verkäufer. Aber ich bin nicht. Runter da! Ich geh da rauf! Runter da! Kann man hier aus dem Truck rausschießen, meinst du? Na, bei PUBG geht das. Ich glaube, wir würden ja den Truck dabei schrotten. Ich weiß nicht, wie viel der noch aus. Der hat nicht mehr so viel HP. Ich weiß, ja, das stimmt. Das kann ich den jetzt hier schnell reparieren? Oder? Da. Ja, müsste es können, oder? Reparieren kann, glaube ich, jeder. Also du bist ganz sicher, damit mir beim Stolperdraht nichts passiert. So, ich kann es gerne nochmal anschalten, um es zu testen. Weil da ist halt auch diese Stromverzögerung, ne, wenn ich da draufklicke. Deswegen Stromverzögerung. Ja, aber Stromverzögerung steht ja sofort dran. Also es dürfte keine Verzögerung geben bei dem Wort sofort, oder? Eine Sofortverzögerung. Stromversorgungsdauer ausgelöst. Aber ich schalte es jetzt nochmal. Okay. Ja, mach mal. Einschalten. Wo ist denn das Hauptkabel? Wo ist denn der Strom verbunden? Also wo wird es eingespeist? Bei der links, also in die Nähe Richtung von mir und dann links, genau die, wo du jetzt davor stehst. Die da. Hier wird es eingespeist? Ja, die, wo man nicht drauf zugreifen kann aus irgendeinem Grund. Ah, ja, okay. Vielleicht ist das auch das Problem dabei, aber... Hm. Ich weiß nicht, was Warum Team ist gerade so aus wie ein Granatengift? Das ist, wenn ich hier drüber laufe über die Stolperträte, aber es passiert weiter nichts. Ah, okay. Vielleicht ist es dann wirklich nur für Gegner aus dem Team, aber das wären die einzigsten Fallen, die darauf achten. Also die dürfen dir nichts machen, du musst nur auf das fette Kabel achten, das in der Mitte ist mit dem Strom, wenn es anders, weil das ist nicht on. Das ist der andere Generator. Aber auf das musst du halt achten, dass du da nicht da durchläufst, weil das slowt dich halt. Ah, wie war's hier? Dann geh ich ein bisschen in die Stadt. Was wir theoretisch auch noch machen können, Betsy? Ja? Hier oben quasi so eine Art Balkon, wo du jetzt das Gitter hingezogen hast, dass man da... Hab ich mir auch überlegt, tatsächlich, ja. Doch. Also so eins greifen quasi. Ja gut, wenn du da oben stehst, kannst du ja runterschießen. Aber ja, ich habe mir auch schon überlegt, da einen Balkon zu machen. Heißt, da in die Nähe kann man nicht vom Haus hinschießen. Du kannst ja nur rausgucken und dann ist es begrenzt, wo du hingucken kannst von da aus, um zu schießen. Also ich sehe gerade so noch davor, aber ich könnte nicht alles abschießen, was jetzt an der Kante steht, zum Beispiel von dem Ding. Timo, könntest du noch Stahl herstellen? Das dauert zu lange. Diese Schmieden links und rechts habe ich mit Stein, mit Eisen und Lehm noch gefüllt. Das sollte ein bisschen noch gehen. Die da und die gegenüber hier. Oh ja, dann kann ich, weil ich dachte nur bei der hinten wäre.
Aber es braucht halt echt lange, bis es reingegangen ist, weißt du? Also ich kann hier jetzt 51 in Auftrag geben und hier nochmal, aber das muss halt erstmal einschmilzen. Also das wird vor der Blutmondnacht nicht fertig werden, außer eine geringe Menge, sag ich mal. Ja, eine kleine Menge würde mir schon reichen, tatsächlich. Kleine Menge. Also hier kommen jetzt auch gerade sind nochmal 99 am Durchlaufen bei denen. Die dürften recht schnell fertig sein. Juhu. Na, wieso? Warte. Hier, Betonblock. So, wo ist denn noch am Tisch laufen? Da, wo ich gerade dran stehe. Das sind 96 jetzt noch. Warte, bin ich fertig geworden. Achso, in der Mache. Ja, okay, gut. Wir haben Durchlaufen. Oh Gott. Ja, hier. Alter, Mistvieh. Ist hier auch. Da war hier auch Eisen drin. Wie viel kann man hier in Auftrag geben? Ah, hier kann man nochmal ordentlich. Hier ist was durchgelaufen. Ist drin oder muss noch laufen? Muss laufen, alles muss noch laufen. Okay. Der Hahn muss laufen. Ach, da ist noch ein bisschen was. Sehr schön. Und für Schrotmuni müssen wir dann erst wieder Papier sammeln, weil das ist mir ausgegangen, als ich Schrotmuni für die Türme auch hergestellt habe. Was? Ja, Papier also kann der Mike ja auch noch herstellen, ne? Stimmt, ja, Mais Papier, her zumindest. Papier ist teuer ohne Ende, also lohnt sich das wirklich? Da sammeln einfach. Ich weiß nicht, wie du beim Sammeln rauskriegst. Gut, du findest ja schon überall so ein bisschen Papier bei den Toiletten. Sonst. Aber ich weiß auch nicht, wie viel Papier wir insgesamt verbraucht haben. Wenn die 2000 irgendwas Papier die sind, die wir von Anfang an dann gesammelt haben, dann geht herstellen vielleicht doch schneller. Aber keine Ahnung. Ups. Dutz? Was ist Dutz? Ich mach Dutz. Du machst Dutz? Ja. Du bist schon Dutz. Mach da einfach Dutz. Was Dutz, hat eigentlich Dutz. Der Händler dir gegeben für die 6er Quest? Irgendwas Cooles oder nutzlos? Das legendäre Teil war das, glaube ich, wenn ich das noch im Kopf habe. Nutzlos. Nutzlos, sagte. Ein Einzel? Ja gut, man kann schon was damit herstellen. Jetzt trotzdem nicht beeindruckend bei der 6er Quest. Ja, das stimmt schon. Das hätte ich schon mehr erwartet. Irgendwie. Zwei legendäre Teile. Hängt noch eine Null dran, dann wäre es. 2 Millionen. Oder ein Dutzend. Wer hat hier schon wieder sortiert? Wir kommen in den Mixer. In den Mixer. In den Mixer. Und der macht Brei draus. Der Fruchtalarm. Ach Gott. War ja gar nicht nervig, das kleine Kind. Fruchtalarm? Ja, wie ist es? Ist das für ein Fruit Ninja oder was? Ja, das war so eine Werbung von so einem Fruchtding. Wie hieß denn der? Okay. Sag mir gar nichts. Komm nicht mehr drauf. Meine Mama sagt dazu, aber ich sag dazu Fruchtalarm. Timo, guck gerade mal, ob du Fitting-Mods oder die verbesserten Fitting-Mods herstellen kannst. Was für Fitting-Mods? Fissing. Die heißen, gib F-I-T-T ein, dann werden dir nur 2 angezeigt. Ganz in Amos, da gehen wir nochmal schnell rein. Also ich kann den, diese angepasste Fitting-Mod kann ich herstellen. Gut, haben wir dafür Material da? Oder sind die das geht vom Preis her, oder? Super. Ich weiß nicht, wie es mit dem Kunststoffabfall aussieht. Kunststoff müssten wir haben. Ja, müssten wir eigentlich alles haben. Könnten wir nochmal 4 Stück herstellen? Neset war doch hier drin, oder? Grüne Spinne. Kann ich ja gar nicht leiden. Dafür musst du dann aber auch Stoff haben. Das krieg ich hin. Okay. Das nix machen. Fresh. Leder. Aber mal gucken, wie viele überhaupt da sind. Hat irgendjemand das Leder rausgenommen? Ja, das habe ich gerade im Inventar. Ich leg's wieder rein. Slater.
zack, zack, zack. Gucken, das kann noch weg, das kann. Nee, halt, das brauche ich noch. Zack, zack, so, bitteschön. Ist echt wieder nix. Vier Stück hast du gesehen. Wie bitte? Vier? Wie viel wolltest du? Drei. Eine habe ich eben hier gefunden. Noch hier. Und ja, trotzdem fünf jetzt in Auftrag. Ja. Kunststoffsehne. Ah, das ist Bolzen, das brauche ich nicht. Noch mal kurz zu dem Händler da. Das ist nice. Das nehmen wir noch mit. Was haben wir noch? ich brauche unbedingt noch diese einen Bücher für. Wie heißt sie? Ja, nicht. Schon gewesen sein. Schon. Robotik brauche ich noch Bücher. Drei Stück. Robotik. Ja, ich will mir eine Sechsatone herstellen. Und die dann mit einem Mods zu klatschen, die sind voll. Das war sehr enttäuschend hier. So, 22 Uhr geht's los, ne? Ich glaube, ja. Ich will diese dumme Vorratskiste loswerden, aber ich weiß nicht, wie ich die wieder loswerden kann. Nee, ich kann die nicht mal wegwerfen, weißt du? Das verbietet mir das Spiel auch schon. Ich kann die nicht mal verschrotten. Ist das in der Bücher drin? Nein. Was haben wir hier? Grünes. Guckst. Ja. Warum kann ich ihn irgendwo hinstellen? Grünes Spinnen. Papier nehmen oder abschließen. Ruhiger Modus abwarten. Der Händler hat sich gerade schon ziemlich hart selbst dafür abgefeiert, dass er mir hilft. In Anführungszeichen. Weißt du, wie sie sind? Mhm. Die Affe. Der tut fast so, als würde er für mich alles tun und mich retten, sobald ich ihn gefahren bin. Ich klopfte. Einen Auftrag geben und dann kann der Kram wieder weg. Und der Kram kann wieder weg. Der Kram hier haben. Der Kram war gleich. Oh, aufräumen ist so anstrengend. Mhm, ich weiß. Aber wieso räumst du auf? Und warum nicht? Einfach nicht. Der ist halt so ungewohnt. Was ist es denn? Da. Nutte. Das ist meine Partymädchen. Ja, ja. Ich will nicht rein. Wenn ich eine Lampe abbaue, geht der ganze Schreibtisch runter kaputt. Alles klar. Das ist doch ganz klar. Timo, wo in welchem Ding ist ein Klebeband? Wenn du reinkommst, du? Links das Eckschrankchen. Ja, da, perfekt. Wenn nicht, guck mal in den Verbandskasten. Ich weiß, wenn ich hier rumwischte, ich hab da auch mal was drin gesehen gehabt. Na, alles gut. Passt soweit. Ach, könnte aber auch sein, dass ich das dann irgendwann wieder umgeräumt habe, wenn ich es gesehen habe.
Es geht dann immer ganz schnell, wenn ich denke, okay, das ist jetzt hier nicht richtig. Togo. Was gibt's denn hier, Togo? Aha, ah, keine Biker, verpiss dich, Junge. Und auch ein Shotgun-Messer, ja. Oh. Hast du ernsthaft den Holzblock über der Tür kaputt, weil du nicht... Mods haben wir ja aktuell nur in zwei Schränken, oder? Ja, in dem auf der Rückseite und dann noch einem oben. Okay. Was macht das hier? Oh, das ist natürlich auch schön. Oh. Stier, Kartoffel. Heute nicht. Ja, wenn ich treffen würde. Gibt's das? Jetzt. Auch. So. What do we have here? Stinkende Zombies. Weißt du, ist man in einem Haus unterwegs, wo alles gelootet ist, dann geht man in die Scheune und auf einmal kommt eine Schreierin und aus der drinnen eine Horde. Ey. Ach, Handfrechen. Mehr Benzin. Ein sehr kleiner Laden. Das mag ich nicht. Ne, da geht's noch hoch. Sag, hier sind fünf Zombies drin, aber das Hühnchen hat überlebt. Ist da irgendwo noch im Stall? Hühnchen. Das ist gut. Da läuft eins. Das haben wir. Abschließen. Ja, damit sollte das soweit alles noch eins. Sehr schön. Wo der Buchladen da drüben? Gibt's hier noch was für Timo? Sieht schlecht aus. Hier wurde schon geräubert. Das ist echt gar nichts. Da war man begründlich. Der Buchladen ist ja auch ein Ort, wo man öfter mal hingehen mag, so wie das jetzt ist vom Spielstil. In der Tat. Jo. War mal halt weiter. Cracke Kaffee. Ist nebendran. Okay. Crack im Kaffee. Ja, Eisen, Kunststoff, Klebeband, mechanisch und nässert. Oh Gott, der Leid. Da brauchst du den ganzen Klebeband. Nee, nicht viel. Nur vier Stück. Stierfick. Aber genau genommen waren es dann nochmal sechs mehr, weil der andere Mod hat ja auch jeweils zwei gebraucht. Das ist wohl wahr. Also schon 10 Stück. So, wo haben wir denn... Ah ja, da. Ach Gott, haben wir viel Nähzeug. Na, das geht. Alles, was noch im 100er Bereich ist, ist nicht viel in diesem... Schießen auf der Hüfte, okay. War noch gar nicht bei der Wildsau, kann das sein, bei der Großen? Doch, die hatten wir noch einmal. Waren wir einmal wir hatten irgendwann schon mal eine Wildsau, aber ich meine, es gibt ja mehr als einmal das Haus, wo die drin ist, oder? Ich weiß es nicht mehr. Also wir hatten irgendeine Quest, wo dann auch auf jeden Fall größere Säue dabei waren. Mehrere, aber. Eine davon warst du. Gott sei Dank bist du nicht in meiner Nähe. Oh, ich
meine, ich habe da so ein paar Geschütztürme, die kann ich auch gern wieder auf Verbündete umstellen. Ach nö, du, das ist schon okay so. Die Timo, glaube ich, gerade anders. Hey Zombie, geh weg von meinem Reifen. Kann ich nicht richtig fahren, wenn du da dazwischen kommst. Das ist mein Reifen. Nee, hat er nicht. Runterfahren. Schon mehr. Okay, jetzt sollte ich aber ziemlich alles haben. Ach Gott, brauchst du das Land zum Herstellen? Was denn? Ich stelle zweimal irgendeine Panzerplattenmod und eine Tarnstiefelmod her. Brauch Ewigkeiten. Soll ich dir einen Rat geben? Das sollst du mich machen. Ja, du bist aber gerade da. Das hätte ich dieses sehr gerne machen lassen. Ich muss auch noch weniger Zeug dafür ausgeben. Na gut, besonders teuer war es jetzt nicht unbedingt. Weniger Zeug und weniger Zeit. Das, So, guck mal, das brauchen wir. Das brauchen wir nicht. Au! Kommst du jetzt schon wieder her? Böses. So, dann machen wir mal aus. Oh, das hört sich gut an. Mike, Shepherd's Pie und Gumbo-Eintopf, sind die arg teuer? Nö. Shepherd's Pie probiere ich immer. Gumbo-Eintopf ist es... Nein, ich habe den Penner-Eintopf dabei. Doch, der Gumbo kann, glaube ich, ein bisschen eklig sein. Sehe ich das hier? Ja, der braucht halt drei Dosenfutter-Dinger, die wir nicht so oft finden. Okay. Also ein paar Gumbo haben wir, glaube ich, aber... Heißt, du musst ein Restaurant plündern gehen, Petze. Ja. Hm. Welcher Plündrige? Shepherd's Pie, was haben wir da? Ah, da brauchen wir auch Erbsen und Lammration. Ist aber einfacher als der Gumbo. Behaupte ich. Das ist einfacher, ja. Als eher herzustellen. Dann nehmen wir mal die Kombi, die ist, denke ich, ganz gut. Ich bin die Kanalratte. Gucken, was brauche ich davon noch? hier die Frostbites. Oh ja, das ist ganz wichtig, auch wenn da nichts mehr passieren sollte. Das da ist auch wichtig. Und richtig? Wichtig und richtig. So, eins kann ich mir noch reinziehen. Ah, das da. So. Gucken, das ist alles bald klar. Das so, noch. Und jetzt das noch. IV wieder Horn. Willst du so allein? Ja. Schau, Kakko, sie will. Nee. Willst du auch nach Fürstefeld? Ja. Okay. Ja, du bist da. Komm, oh, also wenn ich nicht vergessen habe, bin ich, denke ich, fertig ausgerüstet für die Nacht. Super. Du hast sicher was vergessen, Metz. Mit Sicherheit. Dass der Schlafsack liegt, ne? Der Schlafsack liegt, ja. Gut. Warte jetzt noch auf ein Ding und dann... Ein Ding? Ring die Ding. Tongsi Dengsi? Dongsi Dengsi! Wird auch nicht alt. Nee. Anders wie mir. Richtig. So. Leider. Also das Einzige, was mich jetzt noch verbessern könnte, ist, wenn mir einer von euch noch eine 6er Sturmgewehr und eine 6er Pumpe gibt. Aber ansonsten, glaube ich, bin ich so ziemlich... Was der alles will.
Die Pumpe, ja, ich sag ja nur, wie ich mich verbessern könnte. Ich sag ja nicht, dass es ein Muss ist. Muss. Ja, 6er Strohfinde könnte ich herstellen, ne, tatsächlich. Ja, aber mach das jetzt nicht. Für die Nacht wird es auch ohne gehen. 18 Schrotflintenteile, haben wir so viele überhaupt? Vermutlich. Wobei, ich habe ja auch ein paar 48. Naja. Na gut, ich würde aber auch eine bauen wollen, so ist es ja nicht. Von daher. Kann man das ja schon mal. In Betracht ziehen. Nein. Orba. So. Dafür sollte das jetzt noch reichen. Jawohl. So. Gucken. Das ist geschützt, das ist geschützt. Das können wir nicht schützen. Das müssen wir nicht schützen. Und Mods drin, ne? Nee, oben. Ja, hier unten in der Mitte und oben links. Von da aus würde ich schießen. Okay. Ah. Das jetzt rein. Das von mir aus auch. Ich hätte noch einmal ein Wiring-Buch. Brauche ich nicht, bin ich voll. Timo ist wieder voll. Ja, mit Cola. Zerro. Nee. Dann eben nicht. Oh, weißt du, was auch voll ist? Bitte unterlassen Sie dies. Das ist nicht nett. Not friendly. Ja, das hat die auch. Die friendly. Also von den Schrotflintentürmen haben wir jetzt nur die 4 irgendwie 300 Munition, ne? Also die näher an der Base sind. Der Rest. Ja, irgendwie werden wir überleben. So wie schon kennen. Die Schutztürme haben alle Muni dürfen ballern. Torrad nehme ich mit. Ja. Aber abbauen. Was war das jetzt? Schrotflintenteile. Ja. Gut. Hast du Betsy, du solltest meinen Granatenwerfer. Du solltest mit deinem Granatwerfer nicht auf mich schießen, Timo. Granaten, wie gesagt, die explodieren erst kurz nachdem ich sie geworfen. Wenn du da in der Zeit reinläufst, übernehme ich da keine Verantwortung. Ich weiß aber nicht, ob du die durch die Dinger schmeißen kannst, durch die Gitter, ne? Naja, ich kann ja auch zum Glück. Wobei es wahrscheinlich gar nicht so geil ist, auf dieser Bettungsfläche zu ballern, ne? Also Granaten zu benutzen. Soll ich wahrscheinlich nur, wenn sie noch auf der Straße stehen. Auch wenn die dann noch gerade. Ja, ich weiß nicht, sollen wir das noch mit dem Geländer machen, dass man da quasi auch rausstehen kann? Aber dann kannst du nicht mehr da drauf, wo du jetzt gerade bist, ne? Genau, das ist ja quasi mal ein kleiner Schutzspot. Man könnte überlegen, ob man hier dann quasi nochmal was aufmacht und dann hier nach außen seitlich öffnet. Schade. Aber vielleicht machen wir das auch bei der nächsten Nacht dann, weiß nicht. Ich hab ein bisschen Angst vor den Typen, wo Dingsbums Explosionen, genau. Ich gehe noch schnell an mein Feld, wenn alles fertig ist. Ja, die könnten ordentlich hier Probleme machen mit dem beim Bettungszeug. Deswegen habe ich hier den Eingangsbereich auch jetzt noch mit Stahl verstärkt auf die Schnelle. Aber nicht, dass sie da nicht mit dem einen ins Bereich laufen müssen. Dann versuchen durch den Bettung zu kommen irgendwo Seiten. Die Bettungwände seitlich, also zumindest mal hier. Die sind mindestens 4 oder 5 Lagen dick, also da glaube ich es nicht. Wenn dann, ich probieren sie es hier irgendwie durch die Geschütztürme. Wie viel hat das Ding denn? 10.000 und so ein Betonblock 5.000, glaube ich. Ja, okay, dann werden sie nicht versuchen, da durchzukommen. Käffchen. Allerdings würde ich gerne nochmal die Tür vollständig reparieren, bevor wir das geht. Wo sind die wieder da noch ein bisschen was? Ah, hier sind noch 20. Ja, dann können wir die Fertigkeiten angucken, dass man da jetzt auch überall. Ja, wie viel Supermais braucht man für ein Kleber? Für ein Papier? War das 1 zu 1?
Ich glaube nicht, aber muss da eine Chemiebank gucken, schätze. Und wenn man hier einfach die Gitter wegmacht, plötzlich? Wo meinst du? Hier oben, die Gitter rauslässt. Da habe ich dann Angst, dass Spinnen reinkommen und die Bullen halt durchkotzen. Spinnen. Deswegen habe ich die Gitter überhaupt hingemacht. Ich glaube, eine Reihe Gitter würde da aber schon reichen für den Zweck, oder nicht? Und dann die obere quasi freilassen zum Schießen. Hey, ihr könnt da doch durchschießen, oder nicht? Ja, schau, aber... Sie ist ja trotzdem weniger. Sichtradius. Also, die Gitter sind ja trotzdem im Weg vom Sehen her. Aber ja, wird schon gehen. Nee, weil ich habe ja auch noch den Geschützturm und sowas, weißt du? Weil dann hätte ich daneben mich gepflanzt und so. Ja gut, der sollte da ja durchschießen, theoretisch. Das weiß ich nicht. Nach dieser Nacht wirst du es wissen. Du kannst ihn auch sehr gerne hier auf mein kleines Plateau stellen, wenn du möchtest. Wenn du da oben stehen bleibst, sollte er ja genügend Reichweite haben. Auch machen, aber da kann er halt leicht zerstört werden, ne? Wahrscheinlich. Das ist auch wieder wahr. Wenn die Bullen kommen und ich rette mich gerade hier hoch, werden sie auf mich spucken. Wobei es auch ein Sechser ist, also der müsste ein bisschen was aushalten. Bring dir Felix, wenn ich hüpfe. So. Jetzt stehe ich natürlich selber im Weg dabei. Kann ich den hier oben überhaupt hinstellen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das auf der Treppe geht. Oh, da hört schon was. Was? Ja, eine Schreierin, habe ich gehört. Ich habe noch gar nicht angefangen. Ich glaube, ich kann den hier oben gar nicht hinstellen lassen. Ach, schade. Der wird mir da überall rot angezeigt. Ich Das ist aber auch. Da habe ich Blut. Ja, aber ich sehe es ja nicht. Im Berg dürfte nirgends mehr verkeilt sein. Ich meine, ich hätte alles so abgeschrägt, dass sie überall runterlaufen können. Wobei wir natürlich bei dem Turm... ich muss den ja immer wieder nachladen, also er muss eh in meiner Nähe sein. Ach so, okay. Hab gedacht, er hätte auch ordentlich Muni. Nee, der hat nicht so viel Muni. Der muss man immer wieder Muni verpassen. Da ist es nicht, gut. Hier ist es nicht, da ist es nicht. Scheiße! Ah, ich bin ja mal echt gespannt, was das jetzt wird, ey. Ich meine, auf der einen Seite fühle ich mich sicherer als in der letzten Base, auf der anderen Seite aber auch jetzt. Ich glaube, eins von den Gitters ist aber weg. Einfach, dass ich dann ja noch Sachen rausschmeißen und so, weißt du? Na gut, was hat jetzt 10.000 Leben, ne? Es geht schnell runter mit diesem. Juhu, kommt hierher. Da ist es. Mike hat Freunde gefunden. Oh. Ja, auf dem Kopf zu wackeln. Danke. Machst du wenigstens das mittlere Gitter raus? Ja. Gut. Ist Strom an? Nö. Wehe. Dann komm halt rein. Ich wäre dafür, dass wir ansehen, bevor es losgeht. Ich wäre dafür, dass wir hier so eine Mount Rushmore Nachbildung über unsere Bude machen. Mit unseren Gesichtern. BT ist an deinem Part. Ich würde es feiern. Das ist schon bewusst, ne? Doch. Dann wär's jetzt witzig. Soll ich die Tür zu unserer Bude auflassen mal? Ich hätte gesagt, lieber alle Türen zu. Weil in die Bude solltest du ja nicht rennen. Also wenn sie hier durchsprechen, solltest du ja hier reinrennen. So, habe ich alles. Also links oder rechts. Ich nehme aber wenn du willst... wenn du hier unten bleibst und schnell genug bist, Mike, dann kannst du eine Tür hier offen lassen, ne? Hab ich das noch mit... Oh, ich habe auch 10.000... Ich bleibe hier unten, dabei. Ja genau. Deswegen. Ja, also ich bleib hier oben, um dann auch immer wieder nachzutanken. Deswegen mein... Ja, dann mach dir hier ruhig links oder rechts eine Tür auf, Mike, falls sie hier durchsprechen sollten. Ach, du meinst zu euch stand? Ne, ich bin ja draußen. Ich bin oben über dir. Ja, das also wird schon. Mir kommen die trotzdem nicht, da ist nochmal eine Tür dazwischen. Zu mir werden sie auch nicht kommen. Hoffe ich. Zu mir kommen alle. Aber ich muss da nochmal zwei Türen hinsetzen, sonst sieht das echt doof aus.
Wenn ihr diese kleine Zwischengänge getrieben habt. Ja, das Schlimme ist, da kannst du nichts mehr hinsetzen, weil ich das halt so gebaut habe, wie ich es gebaut habe. Bist du sicher? Ja, wahrscheinlich. So, startet wahrscheinlich direkt um 10, ne? Sollte. Ja. Na, dann. 10 Banshee Queens. Achtung, Strom geht jetzt an. Jawohl. Sollte das dann grün leuchten da unten oder immer noch rot? Das bleibt rot. Okay. Kannst ja gern ausprobieren, ob der Strom auch wirklich ist. Ungern. Ich werde es ja gleich sehen. Kommt zu mir, zu uns. Ich spawne die jetzt alle über uns. Ja, hinter uns buddeln sich dadurch das eine Zimmer da noch. Was unfertige. Könnte halt wirklich der. Ah, da links ist schon was. So. Ah, okay, die kommen viele über den Berg. Warum schießen die? Ah, jetzt. Ach. Grüner Bulle. Ach, das Bett auch. Oh, Betty ist schon schwer zu unterscheiden, muss ich sagen, in der Ferne. Nein. Weiß Klone hinterher. Geier, da tot sind. Stimmt, geil. Komm hierher! Hierher! Witzel! Okay, sie laufen aber langsamer durch den Stolperpfad, habe ich das Gefühl. Die fallen auch durch den Stolperdraht, oder nicht? Nee, das sind die Geschütze, die hier umfallen. Das haben die schon gemacht, bevor wir den Stolperdraht ausgelegt haben. Ich will nicht auf Betze schießen, ey. Hund! Aufs Haus kannst du kotzen, du dummer Pulle da hin. Er findet es zum Kotzen, dass wir so toll gebaut haben. Ja. So? Eckischer Bulle. Jetzt kommen wir Richtung Felder. Also das Richtung geht ja mal gar nicht. Oh, und da war noch ein Bulle links drin. Jetzt will dann einen Spaß da wecken. Ja, ich will halt auch mal bis und das wird die Geschütztürme und die erledigen ganze Arbeit. Das ist nicht Betsy. Das ist auch nicht Betsy. Das auch nicht. Ne, ich bin gerade komplett seitlich von der Base. Ja, sag Bescheid, wenn du wieder in Sturmmitte läufst, weil ich schieß gerade auf alles, was sofort vorbeiläuft. Und? Bulle. Ich renne einmal Richtung meinen Selbstmord. Bist du? Ja. Okay, ich loot nicht. So, bin am Selbstmord. Und das da. Jo, wo hast du den hingejietet? Da ist er wieder runtergekommen. So, was noch einer? Ich muss sagen, ich mag die Geschütztürme, da treffe ich besser, wenn die so ein bisschen stunnen konnte. Ich hab's Angst, dass ich speziell Atembetzi großer Wolf. Oh! Wolfkopf. Ja, das ist wie Schere, Stein, Papier.
Wolf gegen Hammer, Wolf verliert. Zombie gegen Hammer, Zombie verliert. Egal was gegen Hammer. Genau, ja. Hammer ist der Boden. Genau. Auch nochmal aufschießen. Oh, aber ein paar probieren sich tatsächlich durchzugraben, glaube ich. Oh, okay. Ich lauf mal kurz auf den Berg, gucken wir mal das von oben an. Ja. Okay, da kommen schon ein paar viele ums Eck. Kein Problem. Die buddeln hier oben, nicht wenig. Die sind zwar nicht weit gekommen, aber haben viele Löcher angefangen. Ich könnte eine Geierflugschule aufmachen. Eine Geierflugschule? Viele schaffen es nicht durch, bis zum Strom. Okay, das verbraucht echt langsam Strom. Es geht wohl doch für die ganze Nacht. Plötzlich haben keine Gegner mehr. Ah, da. Ah, warte, ich komm runter. Will wir dann auf dich schießen oder was? Nein, aber hier oben sind gerade alle Gegner. Du? Oh, du bist ein Wolf. Hat sich verirrt. Diese armen Hunde, ey. Das ist da links Betsy, oder? Ja. Aber ist jetzt keiner dabei, der explodiert, oder? Nee, die kamen mir aber auch immer relativ am Ende bislang. Oh, da ist Pizzi. Ach, da ist was explodiert. War das Timo? Ja. Lass mich looten, ihr Wichser! Ja, ich weiß ja nicht, ob ihr mich öfter mal trefft oder ob das die Geschütztürme sind. Aber ein paar Schüsse kriege ich immer mal wieder ab. Ein paar Schuss würdest du merken. Also ich behaupte ausnahmsweise mal, dass ich dich nicht getroffen habe. Also ich habe schon in die Richtung geschossen, gebe ich ehrlich zu. Ja. Aber ich glaube, dass wir das trotzdem merken. Ja, ich denke es auch. Ja, naja, also die Schüsse, die ich abkrieg, die sind dann mehr so wie aus dem Sturmgewehr. Wenn keiner von euch ein Sturmgewehr schießt. Nee, Sniper eher, ja. Ja, dann sind sie tatsächlich Geschütztürme, die mich ab und zu treffen. Ist das grün, oder? Ich hatte gerade überlegt, aber scheinbar nicht. Du bist zu schnell, Bike. Stirb. Schritt geschossen. Das heißt, Betsy hat nach all unseren. Ja. Mir loot geil halt vorwärts. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob die Dinger irgendwann despawnen. Deswegen sammle ich sie lieber auf, wie dass sie. Ja, das könnte schon sein. Ich hab manchmal auch den Eindruck, dass das passiert. Das könnte gut sein. Hundi! Du bist runtergefallen. Oh. Das sah gerade böse aus, was wir mit dem Biker gemacht haben. Das trainiert ja den Arm. Und dann ist in der Nase das Bein.
Da wird sie irgendwo davon kommen? Ah, da wird sie, okay. Ich kann aber nichts mehr looten. Und nicht einfach vorlaufen bitte jetzt. Vorher Bescheid sagen. Deine Drohne ist irgendwie defekt da hinten, kann das sein? Ja, ist er auch. Ich laufe wieder vor. Ja, was? Dicker Tubi. Es ist ja nicht so wild. Ich geh mal kurz rein und mach mich leer. Jo. Dann pritzelst du auch mal wieder jetzt, oder? Noch nee, nicht. Ah, da. Ah, da links habe ich ihn mal gesehen. Ja, einige links vom Berg runter, also. Ich gehe wieder raus. Jawohl. Hast du irgendwie die Lootmenge erhöht, Mike? Nö. Ich hab das Gefühl, ich finde teilweise in den Taschen außerordentlich viel. Hast du da reingeskillt vielleicht? Ich nicht. Also allgemein die Lootmenge habe ich ja auf, ich glaube 25% mehr, aber es war von Anfang an schon so. Geil, das ist irgendwie. Sieht gerade sehr ruhig aus. Das hört sich aber anders an. Ah, na, jetzt kommen sie von der anderen Seite vom Berg. Ey, da fallen schon die ganze Zeit welche von da gerade. Werden da unten Mike ab. Ist das Betsy wieder? Ja, ich geh wieder ums Eck, dass ich auch wieder was machen darf. Ja, nicht getroffen, Gott sei Dank. So, jetzt kommt eine kleine Horde, Achtung! Los! Mir was? Ah. Wenn du mein Maisfeld kaputt machst, komm ich hoch. Dann gibt's einen offenen Dötz. Das war ja nie für dein Maisfeld, ja? Aber weg. Da hättest du trotzdem keine Beweise. Doch, ich hab's auf Video. Ja, das stimmt allerdings. Jeder sei mit dem Raketenwerfer. Richtig. Ich hab auch nur den Explosionszombie nicht gesehen, der dahin geeilt ist. Ja, ja. Ich hab die Rakete gesehen, wie sie geflogen ist. Ich soll da nicht hinschießen und dann geht Betsy dahin. Also. Da ist ein Zombie drauf. Der ist schon tot. Da, der gelbe Sack wieder. Ja, da vorne ist auch noch einer, Betsy. Was war gegen das immer? Die Reihe, oder? Irgendwo hörst du auf dem Berg. Da hinten bei deinem Maisfeld? Jetzt ist er da. Ja. Ich sehe teilweise nicht, auf was die schießen, gell? Auf den, der jetzt links von mir. Oh, da oben gräbt wieder ein bisschen was. Ich geh wieder hoch. Ich glaub's auch, ja. Ich höre so ein dauerhaftes, leichtes Zischen. Oh, ja. Ja. Ja, heiß, sie sind schon tief oder was? Ja, heiß, ich weiß noch nicht, ob ich gleich sterbe oder ob ich das hier in den Griff bekomme. Das sind schon ein paar. So 20, 30. Brauchst Hilfe. Wenn er wollte, könnte er gerne zukommen.
Aber ich hatte Fritzchen gehört, als du rausgegangen bist. Ja, das war ich. Ich hab gedacht, deswegen habe ich so doof gefragt. So, komm ich jetzt am besten hoch? Da. Ich komm runter. Ich glaub, die folgen mir. Timo, Achtung. Oh, das Team. Gar keine Base. Nee. Brauch ein Bettchen mit dem Hammer und 2 Meter Schrotflinte. Ich hab keine Schrotflinte. Also das ist Sniper noch hübsch. Und Sprengstoff. Und Sprengstoff. Und die 6. Aber ich hab grad ein bisschen Angst, ich durchbohr ja Gegner mit der Money, die ich gerade verschieß. Mein Bett dahin. Hinten irgendwo ist, dann sehe ich den halt nicht durch die Zombie-Orden. Ja, aber seht ihr mich so schlecht? Das gibt's doch gar nicht. Das ist farblich, das ist nicht. Zombies um mich einfach. Da oben steht, ja, mit Munitions die durchschnellt. Dann habe ich trotzdem eine Chance, dich zu hitten, auch wenn ich das nicht will. Ja, ja. Ja, aber insgeheim willst du es ja schon, ne? Ja, vielleicht. Schauen wir mal, wie es da oben aussieht, ob wir alle leer gekriegt haben. Boah, das ist schon kein kleines Loch, was wir gegraben haben, aber. Ich sag mal, wenn das jetzt halt die achtfache Menge wird irgendwann mal, sollten wir das ja mitkriegen, wann nichts mehr kommt. Mike, geh doch mal weg. Oh, okay. Sag das doch gleich. Achtung, vom Berg kommt einiges jetzt vor unserem Bude. Ah, ja. Meine XP, Geschütztürme. Ah, schon vorbei. Wird zumindest wieder heller. Ja. Ich bin offen. Jo. Da ist noch eins. Juhu. Och man. So, wie komisch, was die da gebaut haben, Uwe. Das will ich mir auch mal angucken, wie viele die gegraben haben. Wird sie so schön den Berg gemacht. Ja, hier diese Kante da, oder war auch wirklich noch ein Loch da, Betsy? Das eine fette Loch, das war eigentlich alles so, dass sie hätten normal drüber laufen können. Ja, okay, also die Kante, die sie da in den Abhang gemacht haben. Genau. Okay. Na gut. Na gut, aber so tief gebuddelt haben sie dann trotzdem nicht, aber wahrscheinlich halt, weil du geguckt hast und sie dann ein einfacheres Ziel gefunden haben als die Base. Ja. Ja, ich sag ja deswegen, wenn sie, Wie viel Muni haben die Geschütztürme noch, ist jetzt die Frage. Das wäre interessant. Okay, der hat noch 800. 900. 2000. Ah, stimmt. Das ist ja noch an. Okay. Okay, also die Vordersten haben einiges verschossen, der Rest scheint. Gut, die sind ja wirklich nicht weit gekommen, Gott sei Dank. 600. Ja, die Links ein bisschen mehr, aber die nah bei der Base haben noch nicht wirklich viel verschossen. Also es waren schon eher die Äußeren, die dann geballert haben. Bei den oben habe ich jetzt nicht reingekommen. Ich mach mal den Strom wieder aus. Ne? Lief doch ganz okay soweit. Aber die Stolperdrähte scheinen schon was zu machen, nur nicht bei uns. Hatte ich das Gefühl. Also die kamen mir langsamer vor. Ja, das Gefühl hatte ich auch. Nur 100, ja... 200 Benzin verbraucht bei den Generatoren. Das geht. Also das war echt wenig, was da unter ist.
Ich meine Leistung. Also Benzin habe ich jetzt nicht geguckt, aber es hätte noch wesentlich länger gehalten. Den Stahl, der da gerade gemacht wird. Ist der für irgendwas? Betsy wollte, dass ich Stahl mache. Ja, aber ich brauche jetzt nichts Spezielles. Das, was ich gebraucht habe, habe ich schon. Wo habt ihr die Muni drin? Hier. Irgend so ein Eckding. Ne? Der Eckschrank. Ich brauche da 150. Oha. Mike, du weißt, ich tu dir alles Mögliche an Essen hier immer wieder rein, gell? Wo ist hier? Links neben dem Kühlschrank in den unteren Holzschrank. Weil ich weiß nicht, ob du da ab und zu mal reinguckst. Ja, aber das ist ja eher Kleinkram jetzt. Aber okay. Ist notiert. Habt ihr irgendwelche Bücher und sowas noch dabei? Was? Ja, ja, alles hier hinten im Bücherregal. Okay. Ah ja, perfekt. Dann sind schon mal zwei, die ich wollte. Das brauche ich nicht. Was ist das? Okay, die Mods habe ich jetzt auch mal gelernt, die da dabei waren. Ja. Ach du Scheiße, Wasser brauchen wir ja auch hin. Kleber. Boah. Wow. Wasser habe ich vorhin 44 nochmal rein. Ja, ich mache ja auch noch ein paar jetzt. Also der Supermais, wenn ihr wollt. Zack. Soll ich ihn irgendwo reintun? Ich brauche ihn nicht. Ich weiß nicht, ob Timo das billiger herstellen kann, das ganze Papierkram gedöns. Aber Supermais ist jetzt hier in der ersten Kiste drin. Ich guck gleich, ob ich es anders herstelle. Also weniger herstellen. Ne? Ah, ich hätte gern ganz viele Klebebänder, aber es ist halt auch nicht so. Ne? Ja, dafür braucht man halt Stoff und Kleber, ne? Haben wir nicht einen Arsch voll Knochen? Knochen haben wir viele, ja. Aber das sind auch nochmal welche. Das ist auch nochmal 73 Knochen. Wasser. Oh ja, was? Aus Knochen kannst du auch Kleber machen, soweit ich weiß, stimmt. Also 117 Wasser ist schon mal hier drin. Und wie wollt ihr die aus Papier, aus Supermais Papier herstellen? Supermais den Kleber und mit dem Kleber brauchst du, glaube ich, für Papier. Hm, ja. Also ja. Auch nochmal Wasser, ach oh Gott. Also da steht Supermais kommt 2 und ein Wasser. Ich weiß nicht, ob dann wirklich mal ein Kleber rauskommt. Wenn, dann wäre das relativ wenig. Ja. Aber scheinbar ist dem so. Achso, ich sollte noch anpflanzen wieder. Was wollte ich gerade machen draußen eigentlich? Ja. Alzheimer ist grüßen. Muss ganz kurz mit meiner Mom reden. Jawohl. Mike, möchtest du dein Feld noch um eine Reihe erweitern? Würde ich dann. Also ich würde noch rechts zur Seite bauen, theoretisch. Ja. Eine Reihe nur noch oder noch mehr? Eine reicht, glaube ich. Das ist jetzt schon gut, was wir haben. Dann hätte ich nämlich gesagt, weil die Zombies ja vor allem die Wasserdinger sehr in Ruhe gelassen haben und auch aus der Richtung hier mitgekommen sind, würde ich dann nämlich sehr gerne das Wasser doch nach hier nebenan verlagern. Ja, sieht auch besser aus dann, ne? Ja, genau aus den Gründen. Eine würde ich gleich noch dran machen, aber wirklich mehr auch nicht. Wir lassen wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Also jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und dann 1 zum. Könnt ihr diese Motorräder gerade nochmal wegfahren? Meins müsste. Ich weiß nicht, wem das rote gehört. Mir. Eine Sekunde, mach ich sofort. Ja, kein Stress. Rum, rum. Musst du dir halt dann hier mit deinem Pflasterstein anmalen, ne? Was muss ich anmalen?
die Blöcke, wo ich jetzt gerade war. Achso, dann sind Betonblöcke hin, okay. Habt ihr einen Überblick über den Schaden, den sie jetzt gemacht haben an unserem Eingangsbereich, oder? Hab ich gar nicht geguckt. Und ich glaube nicht, dass sie da wirklich rankamen, irgendwie, um mal drauf zu hauen. Ja, hatte ich nämlich auch so das Gefühl. Es war auch nicht ein Sprengstofftyp dabei. Nee, fand ich ein bisschen komisch. Hatte gehofft, dass da ein bisschen mehr bei rumkommt. So, erlaubt, dann ist das hier dein Feld, ne? Was wir jetzt hier noch hingezimmert haben. Wenn du das sagst, ja. Das sieht ja gut aus, ja. Ja, passt. So, und dann wäre jetzt das nächste. Was ist denn das eigentlich, was mich hier die ganze Zeit so auf den Sack geht? Verstaucht. Timo. Nein. Nur weil ich kein Kontakt bin, musst du nicht anfangen. Tut mir leid. Aber wenn ich den nicht gebracht hätte, hätte ich schon nach schlecht geschlafen. Ich glaube, da muss ich als Gegenmaßnahme irgendwann mit dem Raketenwerfer in eine Richtung schießen. Aus Versehen, versteht sich. Nein, klar, klar. Ja, ja. Völlig normal. Ist ja normal. Ganz normale Leute. So, das alles wieder rein. Was habe ich für die Felder wieder gebraucht? Jetzt Lehm. Holz war es doch wieder, ne? Holz, Lehm und Nitrat. Nitrat war ja wieder ein bisschen da. Jetzt auch. Und Lehm. Die Rüstung hat ganz schön gelitten, ey. Lexer Märschl. Aber gut. Dann haben wir die Nacht ja mehr als erfolgreich überlebt, behaupte ich mal. Ja. Das ging. Leider muss ich sagen, einfacher als gedacht. Ja. Aber wie gesagt, waren da keine Explodierfuzzis dabei. Warum auch immer. Ja, aber ich habe nicht eine Spinne gesehen, wie gesagt. Das weiß ich auch nicht. Ja, sehr wenig Grün. Ihr wisst ja, wer die Base geplant hat, ne? Also, es war ja klar, dass da keine Chance ja. Hat. Ja, die wissen von vornherein schon, gut, das lohnt sich nicht. Nee, das waren halt diese dummen, naiven Zombies, die gedacht haben, oh, wir will trotzdem probieren. Genau. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Sorry, ich habe gerade noch mal kurz mit meiner Mom geredet. Ah, der Lisi. Will sie mitspielen? Thema, das würde ich gerne tun. Ist es Big Mom? Wo ist Betsy? Der macht den Berg. So, oh, oh. Geht's mit Granaten schneller als mit dem Erdbohrer vielleicht? Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Macht nicht wirklich Damage am Berg. Ja, und an dem Stein hier um mich rum auch nicht. Nein, nein. Das lohnt sich nicht. Aber gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns alle frisch wieder im nächsten Part. Und dann geht's. Zu leveln, würde ich sagen, ne? Warum bringt Explosion nichts gegen Stein, Junge? Das weiß ich nicht. Aber Achtung, es stürzt jetzt ein. Ja. Vom Leveln würde ich halt gerne noch kurz das Wasser fertig machen. Ja, ja, klar, klar, so noch gemütliche. Und ansonsten dekorieren noch drin, unser Zimmer fertig machen da drin. Genau. Anmalen, alles schön, den Berg noch fertig machen vielleicht. Was ist mit für Anmalen? Horde über dem Berg. Links. Die Nacht ist rum, Jungs. Die sind so blöd, die können keine Uhr lesen. Will ich Spaß mit Hammer haben. Meins. So rum ist man. Meins. Hey, was war das denn für ein Buch? Touching Skills. Aha. Sehr gut, da war das Buch drin, das ich noch haben wollte. Was bist du denn? Was bist du denn für ein Schweinchen? Doppelt. Gut.
guter Abschluss jetzt für die Folge. Jetzt wirklich. In diesem Sinne, macht das gut und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao. Tschüss. Was ist das? Ich wollte schon schlagen. Irgendwann vergisst es. Nein. Niemals.